So, da sind wir wieder. Zockerzone spielt Lost. Und treffender könnte der Name nicht sein, weil so ein bisschen verloren sind wir gerade. Ja, ein bisschen ist gut. Also du bist auch hier hinten hergekommen. Wir haben ein Schild verpasst. Ja. Oh nein. Fahrt neu starten. Weiter. Und was, wo setzt du mich denn dann hin? Oh, Hoffi. Die kannst du nicht aufsammeln, verdammt Axt. Wieso das denn nicht? Weil wir kein Platz mehr. Okay, wir brauchen ein neues Schild. Gib uns ein Schild. Gib uns ein Schild. Ja, für die, die bei der letzten Folge eingeschlafen sind. Oh, Schild, Hoffi! Ja, Mann. Und da ist so, ja, ich hab's geschafft! Was hat ein Schneemann zum anderen gesagt? Antworten wir jetzt darauf? Okay, der hat gesagt, was sind das für Zahlen? Wer bist du? Das ist Desmond, ne? Das weißt du nicht. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Jetzt bist du dran, Bruder. Sieht ein bisschen gestört aus, der Desmond. Und ich würde gerne auf seine schnippischen Fragen antworten. Ja, können wir nicht. Die Schneemann-Story ist einfach abgebrochen worden. Wer bist du? Hast du es nicht gehört? Ich bin der Idiot, der die letzten 3 Jahre auf einen Knopf gedrückt hat. Ich heiße Desmond. Okay. Aber mal ganz ehrlich, ne? Wie soll man als jemand, der die Serie nicht gesehen hat, ja. Das ist ja völlig zusammenhanglos. Ich habe auf den Knopf gedrückt die letzten 3 Jahre. Explosion. Auf einmal sitzt da Desmond. Ich habe einen Knopf gedrückt. Was für ein Knopf? Was fucking... Was? Ganz wichtiges Element von der Geschichte und in der Sendung wird es natürlich alles sehr haargenau erklärt und super spannend aufgemacht. Super spannend. Und hier erwähnen sie es so nebenbei und der Neuling. Und eigentlich geht vom Kokos nur sammeln. Also das ist, wie gesagt, das ist nur für Fans. Ja. Also wenn überhaupt, nur für Fans. Ansonsten kann man es echt niemandem, Das ist kein Bunker, das ist eine Gruft. Niemandem empfehlen, so richtig. Bis jetzt. Obwohl ich... Ich sag mal, wir sind ja die Fans, aber ich würde es dir jetzt auch nicht empfehlen. Nein. Aber wenn überhaupt, ey, ich weiß es auch nicht. Mann, raus hier. Mit Desmond den nächsten Bereich betreten? Lass mich los mit deinen Level. Wir wollen doch so Said, Mann. Ja, und ich will aber auch... Aber vielleicht bringt Desmond uns hin, der hat ja mit dem A-Team auch immer zu tun. Ja, mach mal den nächsten. Hier bleiben, oder was? Den nächsten Bereich betreten. Boah, aber wir wissen noch nicht, ob das hier richtig ist. Meinst du? Ich sag mal im Zweifel, wenn man hier... Er macht's automatisch gerade. Er hat sich automatisch ausgerichtet. Oh. Superman. Weißt du, im Zweifel brechen wir die Projekte ab. Ja, das kann immer sein. Ne, also, macht euch drauf gefasst. Wenn wir keinen Bock mehr haben, dann... Prozess. Dann wird es direkt danach deinstalliert. Hurley. Meinst du, sie gehen auf seine Background-Story ein von Hurley? Ich glaube hier an gar nichts mehr. Die sind da beiläufig erfahren wir, dass da jemand seit 3 Jahren einen Knopf gedrückt hat. Was für ein Knopf? Wo? Es wurde nicht mal erwähnt, dass der da drinnen war. Das wurde nicht mal erwähnt. Für die Leute, die wirklich diesen Let's Play-Folge und die Serie tatsächlich nicht gesehen haben, es ist so, Desmond, der hat die letzten Jahre in dieser Luke verbracht. Also und musste immer diesen Knopf drücken, immer diese Sequenz an Zahlen genau, eingeben. Genau, so alle 90 Minuten. 100, sage ich mal, 108 Minuten. 108 waren es, genau. Und wenn er das nicht tut... So vermutet man zum Beispiel. Ist das Ende der Welt. Ja. Mal. Und deswegen macht er das halt über Jahre. Und das hat er gerade angesprochen, so nebenbei. Und da hat er da unten eine schnieke Wohnung, da hat er gewohnt, mit Vorräten von der Dama-Initiative. Oder mehr wollen wir da auch gar nicht. Ein Apollo-Riegel? Mondfahrt. Scheinbar hat die Insel ihre eigenen Schokoriegel. Er ist im Tausch $50 wert. Was? Ja, na cool, was Süßes. Nice. Nein, dann nehmen wir mit. Dann müssen wir einfach Papayas kaufen. Ja, Papayas natürlich. Oder irgendwas Billiges. Papayas, das ist das Billigste, was wir haben. So. Wie viel ist denn das Wasser wert? $5. Dann ist ganz klar Papaya. Nee, das... Ach ja, wir können mehr Wasser... Alles gut, klar, Papaya, tschüss. Das sind eh nur $6. Oh, das eine weggelegt. Ach, kann ich mal, den muss man auch alle... Aber das ist weglegen? Ich kann immer nur eine weglegen, Hoffi. Nein! Wieso und dass er dann auch immer wieder nach oben hüpft, statt er dann einfach da stehen bleibt. Und das mit diesem Scheißding. Nein! Die liegen da bestimmt, Hoffi, die kann man aufheben. Ja, jetzt liegen die alle da drüber und ich krieg das Ding nicht mehr auf. Polo-Riegel. Jawohl. Wunderschön. Die kann, passt jetzt nicht mehr. Liegt da noch Wasser? Wasser. Die können wir noch nehmen. Wir müssen bald eintauschen gehen, Digga. Ja, jetzt Dings hier mit dem Comic, mit dem Schokoriegel und den Wasserflaschen kriegen wir locker die Knarze hin, Mann. Nicht mehr mal diese Kokosnuss, das sind $2, die da liegen bleiben, ey. Und irgendwie konnten wir schnell reisen, haben wir doch gesagt, ey. Aber ich muss schon sagen, ne? Wenn man jetzt mal bedenkt, dass man auf einer riesigen Insel ist, ne? Ja. Und man nichts hat eigentlich, ne? Okay. Und hier aber in Hülle und Fülle Kokosnüsse liegen, ne? Dass eine fucking Kokosnuss $2 wert ist und eine Waffe.
110. Waffe, ne? 110, das steht doch in keiner Relation, oder? In welcher Weise? Meinst du, die Kokosnüsse sollten teurer sein? Nein, ich bin dafür, die Waffe sollte billiger sein. Viel, viel teurer sein. Das stimmt, richtig. Ne, so nach dem Motto, eine Waffe, hier ist ja auch keiner, der einem mal eine Waffe herstellen kann. Eine Kokosnuss, die fällt schon wieder vom Baum. Wir haben ihn gefunden, hoffentlich. So, jetzt bin ich gespannt. Hier ist der Laptop-Akku. Mit diesem Akku sollte ich den Laptop zum Laufen bringen. Bald haben sie Antworten. Aber ich kann dich nicht in die Luke lassen, bis du mir sagen kannst, wie du heißt. Warum denn das jetzt? Wir brauchen doch den Akku. Ja, dann soll er ihm doch einfach sagen, mein Name ist Peter. Sind wir bei Aufgabe oder bei Allgemein? Ja, mein Kompass zeigt auf die Luke scheinbar. Oh, die mysteriöse Dame. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich schaue mir deinen Laptop an. Danke. Das ist die Passagierliste. Wenn du uns deinen Namen darauf zeigst, wissen wir, dass du keiner von den Feindseligen bist. Und dann kannst du hier rein. Okay. Der nimmt seinen Job da recht ernst. Können wir tauschen. Also, die reden ja wirklich von Feindseligen. Ich denke mal, sie meinen die anderen damit. Und wenn wir ja sowieso schon in der dritten Staffel sind, oder fast, dann in der zweiten, dann sollten sie langsam auch diesen Terminus geprägt haben, die anderen. Also das ist irgendwie alles ein bisschen komisch hier. Wenn wir prüfen können, wer du bist. Ah. Okay. Wie finden wir das denn jetzt raus, Hoffi? Mit Aufgabe hinzugefügt. Finde deinen Namen heraus, um in die Luke zu kommen. Said wird mir nicht in die Luke lassen, bis ich beweisen kann, dass mein Name auf der Passagierliste steht. Ich sollte zum Strand zurück und herausfinden, ob sich jemand an mich erinnern kann. Oh, dann wieder an den fucking Strand. Nee, hier muss irgendwo ein Schnellreiseding sein. Stimmt. Am Eingang war das, glaube ich. Pass auf, dass du deine Fackeln nass machst. Das ja, muss ich auch denken, aber wir haben sie nicht equipped, sicherheitshalber. Safe is safe. Na. Die Darstellungsreichweite ist ja phänomenal. Hammer, ne? Wie dieses extrem HD-Gras da im letzten Moment. 2 Meter vor dir aufploppt. Als würden da so jetzt unsichtbare Elfen vor mir lang tanzen und die Saat auswerfen. Gut, da ging's raus. Ja, zum Strand. Nice one. Bitte das wieder auf dem Weg zurück genauso. Das kannst du vergessen. Laut Tooltip war das so. Dann müssen wir nochmal durch 10 dunkle Höhlen. An 3 Typen auf Geschütztürmen vorbei, die sind in der Sendung und so. Kaufen wir uns die Knarze, Mann? Kaufen wir uns die Knarze? Ja, das machen wir jetzt. Dann kriegen wir das Inventar schon leer. Und wieder beherzt Kokosnüsse sammeln. Ja, weil das ist ja eine der wichtigsten Gameplay-Features. Und wenn wir das nicht machen können. Ja, dann geht schon viel Spielspaß. 30% Spiel weg, ey. Kokosnuss. Kiste untersuchen. Wehe, da ist was drin jetzt. Kokosnuss? Wer ist denn die Worte im Englischen? Coconut. Coconut einfach. Jemand hat eine 16 in die Kiste gekratzt. Keine Ahnung. Finde den Fehler. Was? Das vorletzte Wort. Nicht ganz. Ach so. Keine Ahnung. Also, aufgrund unserer ganzen Kommentare, die wir reinkriegen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Dann liest du schon drüber, das fällt dir nicht mehr auf. Das fällt nicht mehr auf! Jetzt hat nicht alle gemeint, aber ein paar. Nein. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Merkt dir die Flasche auf. Sergeant Stones, der schreibt immer Kommentare, Alter. Nee, der schreibt astreine Super-Kommentare, schreibt er. Jetzt tauschen wir hier 2 Wasserflaschen für ins Slip. Das ist deine Frage. Warum spielt ihr da immer noch wie so ein Baby mit ihrem... Ja, mit ihrem von den Spielzeug schon seit Monaten. Ja, also, oder weiß man ja nicht. Ist es Nachmittag oder sind wir jetzt wirklich Monate unterwegs, wie es ja eigentlich den Anschein hat? Oh, hör, die frisst was. Komm, gib. Oh, was der war ja das Fleisch, Alter. Boah. Die haben Wildschweine gejagt. Dave hatte recht. Wir werden der Kopf sterben. Ist ein bisschen groß. Und der Körper ein bisschen klein. Im Vergleich. Ja. Der will auch nicht loswerden. Kann ich Said trauen? Ja, ja. Was weißt du über die Liste? Vielleicht keine Ahnung. Wir wollen ja rausfinden. Ja? Ah, ja. Die Liste ist für 3 Dinge gut. Sie sagt uns, wer noch lebt, wer tot ist, und wer nicht an Bord war. Finde deinen Namen raus, dann verrät sie jedem, ob du an Bord warst oder nicht. Wäre es nicht einfach, wenn wir uns die Liste besorgen und dann einfach behaupten, wir sind einer von denen? Vielleicht brauchen wir erst ein Flashback, um diese Einsicht zu haben. Wie heiß ich bloß, hast du was von mir gefunden? Alter, wir sind schon, wer weiß wie lange hier. Jeder Anstrich von Zivilisation ist weg. Was für eine Art und Weise passt diese Antwort auf das, was ich gefragt habe? Was? Wie heiße ich bloß? Hast du was von mir gefunden? Alter, wir sind schon... Wer weiß, okay, halt die Fresse. Das ist... Alter, man kann es nicht abbrechen. Doch, geht. Allgemein interessiert mich nicht. Allgemein ist mir zu allgemein.
Oh, aber hat sich gelohnt. Nein. Mir bekannt vor. Jetzt darfst du es auch machen. Ich will aber gar nicht. Fotoshooting, Mann. Oh, wir sind schon wieder in Enricos Shop. Und da war ein Foto von dem Bösewicht, der die Kamera haben will. Ja. Der war lange nicht da, ne? Dafür, dass wir die Kamera jetzt schon so lange haben. Ja, den wollte er ja genau. Unbedingt, der haut uns voll in die Fresse und tritt nach. Richtig. Und jetzt haben wir die Kamera, haben die Luke gesprengt. Nee, wir nicht, aber wir haben... Es ist passiert auf jeden Fall. Und er lässt sich nicht blicken. Das ist schon mysteriös, ne? Vielleicht muss er gerade dem Typen von Half-Life 1 und 2 irgendwas erzählen. Er sieht ein bisschen so aus wie der... Wie heißt der graue Mann? Hier der... Guy Incognito? Nein, das ist aus den Sims. Wie heißt der? Okay, das war schon mal verkehrt. Hieß der nicht auch irgendwie Mr... Also... Wie ist der Marvel? Mr. Grey? Nee, Mr. Grey war es nicht. Mr. Pink? Nee. Der Mann im Anzug? So, also Kamera benutzen. Warum soll ich den denn fotografieren hier? Das macht irgendwie keinen Sinn. Das war mal für ein Hin- und Hergespule. Das ist immer die Sequenz. Ich muss wahrscheinlich die richtige erwischen. Ich kann mich an nichts erinnern. Das ist nicht gut. Das ist das Foto. Was hat der da vor sich liegen? Nichts. Mach mal schärfer, was er da so... Nee, ich wollte mal hören, weil er sagt ja, wenn da was, wenn da irgendwas im Bild ist. Dir hilft mir nichts. Okay. Sieht man vielleicht irgendwie ein Spiegelbild oder so? Dieser Kamera, dieser Grafikeffekt geht mir schon auf den Sack. Ist hier irgendwas drauf? Sick Chips? Dir hilft mir nichts. Nein, hilft dir nichts. Okay, Keys. Gehen wir mal gucken, wir haben ja ein bisschen Platz. Nicht raus, ne? Ist auch gut so, dass wir nicht raus können. Nee, das müssen sie nicht übertreiben hier. Ist ja schon schwer genug, die richtige Sache zu finden. Persephone, der Name kommt mir bekannt vor. Hotel Persephone, okay, das ist wahrscheinlich der Tipp. Loose Lips. Persephone. Man erkennt aber auch nichts in diesem Modus hier. Nee. Das ich glaube, da nehme ich die Kamera. Matsch-Modus, ey. Keys. Rausgehen? Nee, können wir reinzoomen, okay. Was ist das denn hier? Pizza. Ja, Uhren. Schmuck. Ich weiß ja nicht mehr, was Persephone für eine griechische mythologische Bedeutung hat. Hau doch mal ordentlich Bilder machen raus. Vielleicht sagt er dann mal irgendwas. Das ist ein Foto von gar nichts. Von gar nichts. Hier hilft mir nichts. Irgendwas muss doch der Typ damit zu tun haben. Es waren immer Menschen mit im Bild. Das ist ein Foto von gar nichts. Was sagt er nochmal, wenn du auf den Typen... Persephone. Ja, also wenn du den Typen fotografierst? Dann sagt er, ich fotografiere gar nichts. Auch bei ihm? Ja, nur bei ihm. Er ist der einzige Mensch, den ich bisher... Okay, vielleicht haben wir ihn voll Kanne. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich kann mich an nichts erinnern. Aber er sagt nicht, er sieht gar nichts. Das ist ein Foto von gar nichts. Ja, aber jetzt hast du... Hier hilft mir nichts. Das sind aber nur verschiedene Sachen, die er sagt, wenn es falsch ist. Axt. Oh, was steht da? Ich kann mich an nichts erinnern. Okay. Oh, Nerv! Jetzt mal ganz ehrlich, wie überlegt sich denn auch so ein Gameplay-Element? Ach, so schlimm finde ich das gar nicht. Ist nur unter Druck. Ja, ist ein bisschen kacke. Und jetzt haben wir so viele Sachen. Und das ist überhaupt nicht... Das ist alles so scheiße aus. Warte mal, Flatting mal. Ich kann mich an nichts erinnern. Nee, das ist doch der Wohlkörper. Was soll der da machen? Das muss schon irgendwie ein bisschen rausstechen. Ich kann mich an nichts erinnern. Das ist ein Foto von gar nichts. Ich kann mich an nichts erinnern. Persephone. Der Name kommt mir gar nicht vor. Das Hotel? Da steht irgendwas von einem Hotel? Ja, Hotel P. Also Persephone wahrscheinlich. Ja, klar. Das nervt richtig. Und vor allem. Aber vor allem, was hat das damit zu tun? Wenn er immer wieder zurückgespult wird, muss das ja doch was mit seiner Tätigkeit zu tun. Oder vielleicht ist irgendwo was anderes, was passiert. Vielleicht flitzt er irgendwo an einem Fenster vorbei. Hier draußen vielleicht. Hier passiert nichts, ne? Das sieht auch viel zu scheiße aus. Links aus dem Fenster? Wir kommen ja auch nicht drüber. Wenn du da hinguckst, was ist da hinten auf dem Tisch? Ne, jetzt gucken wir mal rein. Boah, Alter, gleich ist der Achterbahn! Du hast recht, da muss sich halt schon irgendwas bewegen, wenn da schon dieser Ablauf so wichtig zu sein scheint. Aber es ändert sich halt nichts außer er. Genau. Dann lass ihn uns nochmal genau angucken mit unserem Sherlock Holmes Blick.
mit der Kamera hin müssen. Spielt sich irgendwas? Da hinten im Hintergrund, was war das? Das sind aber nur die Schiffe, Leute. Ich kann mich an nichts erinnern. Okay. Falsches Timing. Ah. Was genau hat man da gesehen? Sind das seine Werkzeuge, die da... Das ist ein Foto von gar nichts. Ah? Ausschnitt und Schärfe hat jetzt gerade nicht gehabt. Ich muss näher ranzoomen und das Schärf kriegen. Hier hilft mir nichts. Hier hilft mir nichts. Was, worauf hat er jetzt angesprochen? Oder die Fotos, die da vorliegen? Das Ding hier. Das ist es. Da haben wir das Foto auch. Jawohl. Natürlich. Natürlich! Haha, cool. Erinnern. Das schauen wir uns noch an. Haben Sie alles, Mann? Das war aber spannend. Aber das ist, wir sind noch in der Erinnerung drin, scheinbar. Ja. Offensichtlich, wir sind ja hier in der Zivilisation. Dann mache ich mal Pause. Und sehen uns wieder, wenn es heißt, ob wir tun, spielen Lost. Bye-bye.